Ja, herzlich willkommen, liebe Linux-Freunde, hier bei einem neuen Let's Play Verdun. Ja, das Spiel habe ich ja schon länger nicht mehr gespielt, deswegen spiele ich es jetzt mal wieder. Es kamen ja diverse Updates raus für das Spiel. Und da hinten ist einer. Er erwartet mich jetzt hier. Scheiße. Ja, das Spiel ist mit der neuesten Version ein bisschen schlechter geworden als vorher, also von der Performance her. Das Spiel war in der letzten Version, die ich gespielt hatte, eigentlich schon sehr performant und lief... Scheiße. Und lief recht gut. Das wurde jetzt wieder zunichte gemacht. Ich hoffe, das werden sie bald wieder zurückfixen. Ich habe im Forum auch gelesen, dass sich die Entwickler nicht sonderlich um Linux kümmern. Sie nehmen die Käufe von Linux wohl gerne an, aber sie sind nicht sehr darauf bedacht, ob das Spiel unter Linux gut läuft oder nicht, weil Windows ist halt ihre primäre Plattform und... Optimierungen für Linux sind eher nebensächlich und wenn, dann wird das Ganze erst wirklich nach der Veröffentlichung der fertigen Windows-Version auch gemacht. Da hinten ist einer. Und ich habe ihn erwischt. So. Noch irgendwo einer? Da ist doch einer drin, ne? Jo! Oh, Stachler. Da sollte ich jetzt nicht durchraufen. Nachladen kann ich nicht. Ich muss noch einmal schießen. Natürlich blöd, wenn ich jetzt eigentlich gleich beim ersten Kill kriege. Ich mag diese Map, also diese Gräben-Map, die Grabenkarten, die mag ich eh nicht so. Warum steht er hier so rum? So, ich wurde mit der Waffe ein bisschen besser. Level 44, ab Level 50 kann ich ja mein Zielfernrohr anbringen. So, ich mach mal ein bisschen das HUD aus, um einen schönen Screenshot machen zu können. Da ist doch einer. Oder war einer. Da hinten. Oh. Ah, Mist. Lad wohl nach. Lädst du wohl nach? Werde ich ihn nicht gesehen? Naja, was soll's. Da ist doch einer. Ah, der ist jetzt tot. Lebt er noch? So, der lebt nicht mehr. Oh, ich jetzt auch nicht mehr. Schade. Mal gucken, wie viele Runden ich jetzt spiele. Vielleicht sehen wir sogar noch die neue Karte. Flandern. Die läuft aber echt schlecht. Fuck. Oh, scheiße. Ich hab's nicht so drauf mit dem Aiming. Hier liegt ein Toter. Da hinten lief einer. Ah. Wo ist er hin? Ach, in den Rücken. Ist doch scheiße. Aber wenigstens kann man jetzt auch beim Gucken die Spieler durchschwitzen. Das ging vorher, glaube ich, nicht. Das ist neu. Habe ich ihn jetzt erwischt? Nein, er mich! Mann! Scheiße, ich habe mir die Brust getroffen. Hat ihn nicht umgebracht. So, so, so. Hier oben sind aber... Haha. Da ist keiner. Ich sehe hier auch. Da. Scheiße, ey. Den haben wir erwischt.
Den haben wir erwischt. Den nicht. Da, komm. So. Ach, und jetzt hat mich einer von hinten. Aber ich habe ein paar Kills gemacht. Oh, ich bin Platz 1, ey. Scheiße. Hoffentlich bleibt das so. Hätte ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Oh, okay. Der Zank, der ist mir auf den Fersen, was die Punkte angeht. Oh, jetzt habe ich einen aus der Hüfte erschossen. Ohne groß zu zielen. So, erstmal nachladen. Oh, oh, komm her. Oh. Wer schießt denn hier? Kommt, zeigt euch. Ach, ich wollte doch gerade. Ich wollte doch gerade schießen. Scheiße. Ist blöd, dass das nicht so flüssig läuft. Ja. Wo ist der denn? Ich hab ihn doch gehört. Fuck. Nein. Den habe ich erwischt. Den auch. Da kommt noch einer gelaufen. Scheiße. Hm. Ah. Ich kann nicht nachladen. Oh, wieder daneben. Da ist doch einer, oder? Habe ich ihn getroffen? Okay, ich bin tot. Ah, ich bin immer noch Erster, aber ich werde verfolgt. Okay, hier ist keiner. Ich hatte erst das Gefühl, da oben. Oh, von hinten. Also dafür, dass ich diese Karte nicht so mag, bin ich ganz gut eigentlich. Oh. Stacheldraht sollte man nicht reinlaufen. Ist nie gut. Oh, hier fliegen mir die Kugeln um die Ohren. Oh Mann. Bei diesem Geruckle und Gelegge, das in den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Und wenn wir noch auf die Flandern-Map kommen, dann ist eh ganz vorbei, weil die läuft so scheiße. Da sind viele Feuereffekte und so. Und Wassereffekte, vielleicht liegt es daran. Ah, Gott. Prince Bizarre. Warum nennt man sich nur HP Purburg? Ach, scheiße. Ich wollte mich hier schön hinlegen zum Campen. Ich hoffe echt, dass das Spiel ein bisschen performanter wird, wenn die Unity Engine 5 rauskommt. Und die Entwickler haben ja im Steam-Forum schon gesagt, dass sie darauf wechseln möchten gerne. Oh, hier bin ich außerhalb der Karte. Ach Gott, jetzt bin ich tot. Ich bin nur noch Zweiter. Und dann
Den Platz für die vielleicht auch noch. Zeig dich, ich hab dich gesehen. Hier oben ist keiner drin. Nachladen kann ich auch nicht. Oh, da ist einer. Ach Gott, nein. Ich bin Dritter. Hoffentlich bald ich den Platz wenigstens. Laufe ich hier richtig? Oh, ich nehme gerade Schaden. So, mal wieder ein bisschen laufen hier durch die Gräben. Der ist tot. Da hinten ist gerade einer abgehauen. Ach, warum trifft er denn sofort? Ich treffe doch auch nicht. Die sind einfach besser. Die machen bestimmt den ganzen Tag nichts anderes, außer dieses Spiel zocken. Es macht ja auch bestimmt Spaß, wenn es performanter laufen will. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es damals ein Fehlkauf war, aber ich würde mir schon wünschen, dass die Entwickler Linux schon ein bisschen ernster nehmen würden. Und diese Version auch vielleicht ein bisschen pflegen würden. Habe ich ihn gerade erstochen? Cool. Stacheldraht. Da oben, da oben, da oben. Ach, warum musst du denn erst... Ach Gott, scheiße. Ich hätte ihn gehabt, wenn ich erst hier durchladen müssen. Ha! Ich bin... Ah, nicht mehr Platz 1, schade. Auch nicht Platz 3. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer PlayX. Tschö.